Herzlich willkommen in unserer Weinbude online von der Generation Riesling. Ich bin Martin Ziegelmeier aus München, Sommelier aus der Brasserie T. Und wir haben uns heute wieder ein paar schöne Gäste hier ins Studio reingesetzt. Aufgrund der aktuellen Lage können wir das natürlich nicht persönlich durchführen mit euch. Darum wäre wichtig, wir haben eine Kommentarfunktion. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, bitte schreibt die da rein. Die wird dann von Lena vorgelesen. Und ganz, ganz wichtiges Tool für uns ist die Umfragefunktion. Immer zum zweiten Wein der Winzer schalten wir die Umfragefunktion frei. Und wenn euch die Weine gefallen haben, würden wir euch bitten, dort drauf zu klicken und zu sagen, gefällt mir, damit wir das an die Winzer weiterleiten können, damit die sich dann bei euch melden. Genau. So, ich stelle euch jetzt mal vor, mit wem ich hier rumsitze. Zu meiner Rechten habe ich den David Spieß aus Rheinhessen vom Weingut David Spieß. Dann habe ich zu meiner Linken ganz vorne die Anne Trautwein aus dem Weingut Trautwein aus Baden und dann zu meiner Linken die Tatjana Schmidt aus dem Rheingau vom Weingut Friedel Russler. Ich habe es hoffentlich alles richtig ausgesprochen. Ja. Ausgezeichnet. Und nun stelle ich euch die wunderbare Lena vor von der Generation Riesling. Genau. Also ich bin vom Deutschen Weininstitut und die Generation Riesling ist ein Projekt des Deutschen Weininstituts. Was genau ist Generation Riesling? Ich erzähle es nochmal. Also die Generation Riesling ist tatsächlich mittlerweile die größte Jungwinzerorganisation der Welt. 550 Mitglieder haben wir. Wichtig ist, man ist nur Mitglied in der Generation Riesling, solange man noch 35 ist. Sobald man Geburtstag hat und 36 wird, fliegt man direkt wieder raus, weil irgendwann ist man halt nicht mehr jung genug. Ne? Es geht bei der Generation Riesling aber vor allem darum, dass wir jungen Betrieben, die jetzt in die Weinwelt starten, gerne eine Plattform bieten wollen, wo wir viele Fragen beantworten können, aber eben auch ein bisschen Kontakte vermitteln können, eigene Events machen, wo man seine Weine auch mal präsentieren kann. Wir sind so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Weinwelt und dem eigenen Betrieb vielleicht. Und als letzten Punkt, der noch ganz wichtig ist, dass wir damit auch ein schönes Netzwerk bilden unter den Winzern, dass man sich austauschen kann, was man vielleicht auch bei so Themen wie Betriebsübernahme für Probleme hat oder sich vielleicht Maschinen teilt oder sowas. Genau, also insofern ein rundes Paket an die jungen Weinmacher. Aber nicht jeder junge Betrieb baut doch nur Riesling an. Das ist richtig. Also wir sind ja nicht nur in Deutschland aktiv mit Marketing für deutschen Wein, sondern eben auch im Ausland. Und da hat man sich halt gedacht, Riesling ist halt was sofort assoziiert wird mit deutschem Wein. Das ist ganz klar, es geht um Deutschland. Und deswegen Generation Riesling. Und man kann es einfach super easy Generation Riesling einfach auch übersetzen. Und es ist international einsetzbar. Das klingt doch alles grandios. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit den ersten. Warte kurz, es gibt vielleicht so ein paar Streaming-Probleme. Es gibt noch einen zweiten Backup-Stream, wenn ihr auf eurer Bildfläche mal guckt. Der ist ein bisschen runtergebrochen, deswegen funktioniert der eigentlich auf jeden Fall einwandfrei an dieser Stelle. Das musste ich jetzt gerade nochmal sagen. Ja, kam das wieder so aus dem Off? Ja. Kenn ich. Darum habe ich das Ding rausgenommen. Nein, Spaß, ich setze gleich wieder rein. So, hi David, willst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Ja, klar. Ich bin David Spieß, bin Winzer aus Rheinhessen, also komme hier so ungefähr eine halbe Stunde südlich von Mainz, aus Dittelsheim-Hessloch und bin bei uns im Familienweingut mit meinen Eltern zusammen. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie es da ausschaut. Genau, wir starten hier mal so ein bisschen bei uns im Weingutshof. Man sieht, wir haben auch ganz gerne Gäste. Das ist halt momentan nicht so einfach, aber wird bald wieder klappen. Hier sind wir am Klopperg. Das ist so der höchste Hügel der Region, wo wir unsere Weinberge haben, was uns eine späte Reife in der Regel bringt. Und die Tonböden bringen eine ganz interessante, spannende Prägung. Für uns ist ganz wichtig, dass das ganze Ökosystem Weinberg einfach auch lebt. Nicht nur die Rebe, sondern auch alles, was drumherum ist. Und das führt für uns ja zu ganz hochwertigen Trauben und dann auch zu tollen Weinen. Ja, und das ist so unsere kleine Weinwelt. Oh. Süß. Würdest du uns den ersten Wein vorstellen, den wir im Glas haben? Grün, klar. Grün, 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 ah, ja. Grün. Genau, das hat schon mal sehr gut geklappt. Kein Problem. Ich hoffe aber, dass wir es gleich geschmeckt hätten. Dafür sind wir da. Stell uns doch bitte diesen Wein vor. Genau, also wir haben jetzt hier im Glas 2020 schon vom neuen Jahrgang Wurzel und Wind. Ist ein Cuvée
wo man eigentlich ein bisschen erzählen muss, wie es gestartet ist. Also ich war 2016 in Uganda mit Freunden von mir. Wir haben uns also ein bisschen ins Land angeguckt, auch die Landwirtschaft dort und auch Landwirte dort kennengelernt, eine junge Landwirtevereinigung, und haben da irgendwie beschlossen, dass das cool ist, was die machen. Die haben sich also zusammengeschlossen, um sich ein bisschen weiterzubilden und auch zu vernetzen, so ähnlich wie die Generation Riesling hier bei uns. Und damals war eigentlich die Entscheidung, wir wollen irgendwas dabei unterstützen, und haben gesagt, wir machen einen Wein, der das Projekt mit unterstützt. Und dann haben wir 2018 eben diesen Wurzel und Wind gestartet. Ist ein Cuvée aus Sauvignon Blanc und Silvaner. Und genau, vielleicht kann man einfach mal erst probieren. Ganz frischer, fruchtiger Sommerwein. Prost. Jetzt, du bist jetzt glücklich, dass es endlich was zum Trinken gibt, oder? Tatjana, das ist Kiemen bekommen. Dann fang du doch, sag doch mal was über diesen Wein, wenn du jetzt schon so glücklich bist. Ja, ich finde ihn sehr toll. Man riecht auf jeden Fall, in der Nase merkt man, dass er auch noch ein ganz junger Wein ist. Der Sauvignon kommt mir ganz besonders schon in die Nase. Aber ich finde es schön, dass es nicht dieser ganz grüne Charakter ist, sondern auch nicht der ganz exotische, sondern so schön die Mitte. Also ich finde, das ist schön getroffen. Ja, es war ja fast jetzt erste Hilfe dann noch, wenn es schon so Durst war. Nee, aber es ist tatsächlich für uns auch wichtig, dass wir einfach die Balance haben. Deswegen bin ich auch so ein Freund von Cuvées, auch bei vielen Weinen, weil man hier super spielen kann, einfach mit dem Silvaner so ein bisschen die Power gibt, ein bisschen die Kraft. Und dann der Sauvignon, der wirklich die Nase so schön lebendig macht, und glaube ich ein toller Wein jetzt auch für die Frühlingssaison. Wurzel und Wind war für uns ein cooler Name, einfach weil es so eine Metapher ist, die für den Menschen ziemlich gut passt, weil der Mensch irgendwie auch so seine Wurzeln hat, aber auch so ein bisschen das braucht, was er so mit aufnimmt von der Welt, und das passt bei der Rebe auch gut, weil es einfach die Nährstoffe braucht, aber auch den Wind zur Bestäubung. Das war die Idee zum Namen. Schön. Gefällt. Sehr lecker. Nee, auch die Fruchtigkeit finde ich fein, aber dann im Geschmack so eine Salzigkeit und Würze. Also gefällt mir sehr gut, ist glaube ich super zum Starten hier. Das ist ein sehr, sehr straffer Wein, finde ich auch. Also bei solchen Cuvées, finde ich, hat man manchmal so diese leichte Ahnung, die einen beschleicht, und man sich denkt, oh, vielleicht wird das ein bisschen zu floral. Mhm. Und hier ist das ja eine unheimliche Erfrischung. So. Mhm. Auch dieses Straffe, das der Wein bekommt. Ich bin auch ein riesiger Fan. Cool. An der Stelle einmal noch an die Zuschauer draußen, wenn ihr gerne was kommentieren möchtet oder eine Frage an den David habt oder grundsätzlich an den Martin ins Studio, dann gerne einmal reintippen, und dann kommt die bei mir an und ich schicke sie weiter ins Studio. Da siehst du mal. Gibt es, wie soll man das sagen, wie war das bei euch, als du angefangen hast, im elterlichen Betrieb anzufangen? Immer wieder eine geliebte Frage, ich weiß, aber ich muss sie stellen. Es ist... Ja, also natürlich ist man ja dann erstmal aus dem Betrieb erstmal raus, weil man erstmal in die Lehre geht. Das war auch was ich glaube ich ganz entscheidend finde, dass man wirklich nicht immer nur im eigenen Saft kocht, sondern dass man wirklich auch viel sieht. Ich war 2 Jahre in der Pfalz, 2 Jahre in der Pfalz bei Bassermann Jordan und Rings, und das waren 2 richtig geile Jahre, weil das eigentlich 2 Betriebe waren, wo man alles super gut mitnehmen konnte, immer direkt dabei war. Und dann eben im Studium in Geisenheim hat man mal ganz viele Leute kennengelernt, und dann zurückzukommen war dann, glaube ich, cooler, als wenn man schon immer so mitgearbeitet hätte und war dann einfach mehr auf Augenhöhe, und wenn man dann seine eigenen Bereiche direkt kriegt. Also ich habe dann von Anfang an eigentlich für den Keller mich dann einfach die Verantwortung übernommen, und dann nach und nach wächst man einfach rein, und haben dann 2018 das Weingut auch schon übergeben. Das heißt also seitdem schon nach mir David Spieß, und genau. Also wie alt warst du da? Müssen wir mal zurückrechnen jetzt. 28. 28, okay. Ja. Nein, stell eine Frage. Also cool. Gott sei Dank. Das warst ist du der Einzige, der sozusagen Betriebsnachfolger hätte sein können? Oder, Es gab noch 2 Geschwister, jüngere, die sich aber schon früh auch für andere Sachen interessiert haben. Also es hat jetzt bei uns gerade gut gepasst. Mhm. Ja. Also du hattest da nicht den Druck, dass du der Einzige warst, und du hattest auch Bock dann, ne? Ja, klar. Ja. Also das war, ich habe auch mal so noch ein Praktikum während der Schulzeit, weil man ja auch mal denkt, man kann ja auch mal was anderes ausprobieren, dann auch im Maschinenbau bei Mercedes. Und dann habe ich aber irgendwie schnell gemerkt, das ist dann doch sehr PC-lastig, und das ist halt im Weinbau einfach das Geile, dass du morgens im Wingert sein kannst, mit das hier zum Beispiel oder dann im Weinkeller, und auch die Verkostung, das Ganze total kreativ. Das ist schon ein Traumberuf, ja. Und mein Physiklehrer, der wollte immer, der hat gesagt, ich müsste unbedingt Physiker werden, ich könnte dann die Welt verändern. Und dann, jetzt habe ich aber auch gedacht, eigentlich kann man das als Winzer auch ganz gut, ja. Die Welt verändern? Ja, schon. Kleine Welt. Zumindest in seinem Bereich, wo man arbeitet, kann man das glaube ich schon auch. Ich habe schon direkt ein paar Fragen an dich, von den Teilnehmern draußen, die zugucken.
Was kostet der erste Wein? Er ist sehr gut. Wolfgang aus Mainz, grüß dich. Ha, hallo Wolfgang. Wein kostet 8,90 Euro und danke fürs Lob. Was ist denn das Verhältnis vom Sauvignon Blanc und Silvaner in dem? Ist tatsächlich ungefähr halb halb, also ich glaube 55 zu 45 Sauvignon zu Silvaner. Ich würde da gerade mal nochmal nachhaken. Also Cuvée ist ja bei euch grundsätzlich ein Thema im Weingut, oder? Ja, also ich finde es auch total spannend. Also es ist ja immer so ein bisschen auch dieser Kulturunterschied zwischen Deutschland und Frankreich. In Frankreich ist es irgendwie, die teuersten Weine der Welt sind Cuvées. Deutschland brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen, auch was man so sprachlich irgendwie merkt. In Frankreich heißt es Mariage, in Deutschland Verschnitt oder so. Und deswegen finde ich das total spannend, auch in die Richtung zu gehen, weil man einfach so seine Kreativität auch gut ausleben kann, dass man einfach verschiedene Rebsorten kombiniert und da was Cooles draus macht. Das ist ein interessanter Ansatz, weil das Ding ist, jetzt fällt es mir auch gerade auf, im Karosserie, wenn die zusammengeführt wird mit dem Motor, heißt im Autobau auch Hochzeit. Warum haben die denn eigentlich einen geilen Begriff? Und bei eigentlich so einem emotionalen Thema sagen wir Verschnitt. Ja, der hat Deutsch. Ja, nein, aber wenn wir alle zusammen entscheiden, dass ab jetzt Hochzeit heißt. Ja, das wäre doch mal ganz nett. Ja, oder Vermählung, was weiß ich denn. Und dafür muss BMW ab jetzt sagen zu Verlötung oder sowas. Ja, das fände ich doch nur fair, oder? Mhm. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal die nächste Mariage an, oder? Ja. Ich finde das einen geilen Begriff, siehst du? Was steckt denn hinter Wine for Friendship? Habe ich da was verpasst oder haben wir das gar nicht erwähnt? Genau, da geht's jetzt, da müssen wir nochmal kurz zum ersten Wein zurück. Okay, da machen wir jetzt, Verzeihung. Wir sind ja flexibel. Wir sind jung, flexibel und dynamisch. Und nicht mehr so, haben wir gelernt. Mal. Wir können mal kurz das. Also auf jeden Fall. Wine for Friendship ist eben genau dieses Projekt, was in der Wurzel und Wind steckt, dass wir eben einen Teil der Erlöse an das Projekt abgeben. Wir haben also im ersten Jahr 2000 Euro gespendet nach Uganda in das Projekt, dann 2200 jetzt im zweiten und das ist jetzt praktisch der dritte Jahrgang. Also es ist ein Umsatzanteil, der dahin geht und ist eben, steht so für diese Verbundenheit. Im Prinzip als Winzer sind wir auch nur Bauern. Und von daher die Verbindung fand ich eigentlich cool, einfach aufrecht zu erhalten. Und wir haben da telefonieren dann auch oft über WhatsApp und so, dann einfach den Kontakt zu halten. Cool. Stark, siehst du, das wäre mir jetzt unter den Tisch gefallen. Perfekt. Ja. Dürfen wir jetzt weitermachen? Ja, jetzt. Ich frag nur nach. Oh, Umfrage-Button. Richtig. Soll ich? Was machst du? Ich habe gerade schon mal gesagt, aber du kannst auch noch mal sagen. Also wir gehen jetzt schon zum zweiten Wein vom David Spieß und ihr habt auf eurem Bildschirm eben diesen Button mit Umfrage. Ganz wichtig, dass ihr da jetzt demnächst nochmal euer Interesse bekundet für den Betrieb, damit wir später auch die Kontakte herstellen können. Ein Wein, der mir in der Vorselektion sehr, sehr gut gefallen hat tatsächlich. Da muss ich jetzt direkt eine persönliche Frage stellen. Was kostet das denn ab Hof? Das jetzt tatsächlich, das interessiert mich jetzt. Ja, 9,90 Euro. Das da? Die Steinschleuder kostet 9,90 Euro. Ja, richtig. Ja, ja, nee, ist, glaube ich, fair bepreist auf jeden Fall. Ob du einen Arsch offen hast, wollte ich dich gerade fragen. Also, nee, tatsächlich, also ich hätte jetzt mit 20, mit, also da sind wir wieder, das zieht sich durch die komplette Verkostung von Anfang an, ist diese Bepreisung von den Winzern selber so unterirdisch datiert ist, obwohl du so viel Stoff hast. Also das ist... Ja, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen eine Entwicklung einfach, weil wenn man jetzt erstmal jung ist, dann will man ja auch irgendwie versuchen, dann auch viele Freunde für den Wein zu finden, weil man ja auch Bock drauf hat, dass die Leute es auch trinken und dann ist man natürlich auch erstmal nicht so selbstbewusst wie jemand, der das vielleicht schon 30 Jahre macht. Naja. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Chance für viele, da auch richtig gute Sachen zu kriegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so junge französische Winzer haben möchte, die fahren immer gleich, also der Rest der Welt, egal ob es Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, die fahren immer alle gleich so voll nach oben. Also die rufen immer gleich richtige Schlachtpreise auf. Also könnt ihr bitte anfangen, endlich mal mitzuziehen. Okay. Wirklich. Also ich finde es halt einfach schade, weil dieses Produkt sollte natürlich auch immer so einen gerechtfertigten Preis haben. Und vor allem, wenn du gut davon lebst, kannst du natürlich das wieder in den Betrieb reinstecken. Die Leute tun nämlich dann immer gerade so, wenn du versuchst, Wein einzukaufen, auch im Handel. Das hört sich immer so an, als würden die sich daran bereichern. Das stimmt gar nicht. Die Winzer, die ich kenne, die stecken das alles sofort wieder in den Betrieb zurück. An die Leute, die sie anstellen, die Maschinen, die sie einkaufen, die Flächen, die sie bewirtschaften, die Sachen, die sie zukaufen. Dann hast du so ein tolles Projekt zum Beispiel. Den Projektwein würde ich halt, zieh den auch vom Preis ein bisschen an und dann landet mehr halt bei diesem Projekt. Ich finde das so, so schade. Wirklich. Also ich kann dich nur ermutigen,
hol dir so ein paar Prestige-Sachen. Das ist, ich finde das einen grandiosen Wein. Ich glaube, das ist aber einfach das Problem, dass man, wie du schon sagst, man hat nicht Angst, dass der Wein nicht loskommt, weil es sind ja gute Weine, sondern mittlerweile können die Endverbraucher ja den Wein so easy überall im Supermarkt, beim Einkaufen, überall bekommen. Man sieht ja, was da manchmal für Spottpreise sind. Gerade wenn es wieder auf irgendwelche Feiertage zugeht, ist das alles so reduziert, dass man, glaube ich, deswegen schon alleine denkt, so, dass die Kunden überhaupt noch auf den Hof kommen. Ja, ist ja für die im Endeffekt mehr Aufwand. Schöner Mehraufwand, aber sie könnten ihn auch im Supermarkt bekommen von Weingütern, die gar nicht in der Region sind, sondern irgendwo auf der Welt für so günstig, dass man deswegen, glaube ich, immer so insgeheim so diesen... Ich glaube, es hängt einfach auch viel daran, dass viele von uns ja auch aus Familienbetrieben kommen, die schon eine ganz gewachsene Kundschaft haben, ja, und man das einfach weiterentwickeln will, ohne die ganzen guten Freunde zu verlieren, die man ja auch über Jahrzehnte dann hat, und dann sind es einfach die Schritte, die man dann geht, die man aber nicht zu schnell geht. Ich glaube, das steckt auch bei vielen dahinter. Ja, man will die Altkunden nicht vergraulen. Also wir haben auch mal ein bisschen angehoben, was wir da Diskussionen hatten. Das traut man sich vielleicht dann auch noch nicht so am Anfang. Wo es eigentlich ein neuer Wein total guter Standpunkt dafür ist, weil da ja keine Vorkunden da sind. Wobei, ich glaube, das ist auch krass. Also wenn ich jetzt mal, wir haben letztens eine Preisliste von uns von 2003 mal rausgekramt. Also da haben wir auch schon eine ganz schöne Entwicklung hinter uns. Ich glaube, allgemein ist es schon so, dass das schon eine Entwicklung ist auch. Ja. Baby Steps. Gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich rede schon mal rein, weil wir haben hier ein schönes Kommentar. Schöne reife Fruchtaromen, dezent salzig, stoffig. Wie ist der Holzeinsatz? Mhm, genau. Sollen wir direkt beim Technischen oder so ein bisschen bei der Entstehung vom Wein einstehen? Also Steinschleuder kommt aus zwei Rebsorten, Chardonnay und Weißburgunder, ungefähr auch wieder 50-50. Aus den so kalksteinhaltigen Lagen bei uns. Also der Chardonnay kommt aus dem Westhofener Moorstein. Der Weißburgunder aus dem Kloppberg bei uns, also bei uns aus Dittelsheim, und ist im Tonneau tatsächlich ausgebaut. Wir gucken also hier schon, dass wir dem Wein auch dann oder der Traube vor der Pressung sehr viel Zeit lassen für eine Maischestandzeit, dass wir wirklich diese Power und diese Stoffigkeit auch rauskriegen. Haben dann eben eine normale Pressung, gehen dann in die Tonneaus direkt nach der Pressung und haben dann da auch in den Tonneaus ein sehr langes Lager, dass man wirklich auch die Zeit hat für den Wein, dass er sich da sich finden kann. Und dann eben kurz vor der Füllung werden dann die Weine vermählt und dann gemeinsam abgefüllt. Und das ist auch immer, das ist ja auch beim Cuvée auch immer total cool, dieser Tag, wo du dann so ein bisschen auf die Arbeit des Jahres zurückblickst und dann die verschiedenen Fässer auf dem Tisch stehen hast und dann eben die richtigen Fässer aussuchst für das Cuvée und das dann zusammengibst. Ja, und das ist ganz cool. Steinschleuder natürlich auch so ein bisschen aus dem Aspekt der Geologie, also einfach, weil das sehr kalksteinhaltige Lagen sind, aber auch so die Story, also wir haben auch noch einen Wein, der heißt Davids Goliath, das ist dann das rote Cuvée und dann gibt es eben die Steinschleuder im Weißwein, was dann eben auch zu der Story David gegen Goliath gut passt, ja. Hier kommt nochmal eine Stimme von den Zuschauern. Sehr schönes Etikett, wirkt insgesamt extrem wertig, sowohl im Geschmack als auch in der Ausstattung. Ist nicht immer ganz schön, wenn man auch mal so positiv Feedback kriegt, ne? Hier ist die Frage an dich direkt, David. Siehst du momentan einen Chardonnay-Trend in Deutschland? Wir sind noch gar nicht so lange Chardonnay-Anbauer. Also wir haben das erst glücklicherweise zwei Weinberge im Moorstein übernehmen können, weil mein Onkel seinen Betrieb aufgegeben hat, altersbedingt. Und da seitdem sind wir Chardonnay-Anbauer seit 2016. Und bei uns ist die Nachfrage sehr gut aktuell. Also ich glaube schon, dass es ein Trend ist. Ich kann es jetzt nicht über längere Zeit beurteilen, weil wir noch nicht so lange da sind. Schauen wir uns halt dann einfach noch an. Oder? Genau. Ja, siehst du mal. Habt ihr noch einen Kommentar zu dem Wein? Ich finde ihn in der Nase sehr toll. Der hat sowas Rauchiges, so ein bisschen speckig, finde ich. Also da merkt man das Tonneau auf jeden Fall. Und hinten raus die schöne, leichte Schmelzigkeit vom Chardonnay. Also ich finde den sehr, sehr gut. Und ich finde auch, dass der Name Steinschleuder, also das ist ja schon irgendwie ein schwerer Name. Also wisst ihr, wie ich meine? und das passt ganz gut. Also man erwartet dann auch schon irgendwie was. Und ja, sehr gut. Nee, mir gefällt der auch sehr gut. Was meinst du, wie entwickelt der sich weiter so? Genau, also wir haben jetzt 19, was wir erst dann auch im August immer füllen. Und ich glaube schon, das ist eine gute Entwicklung, einfach aktuell, der jetzt, wie gesagt, noch so ein bisschen diese reduktiven Noten auch hat, die er jetzt schon noch ablegt, denke ich. Und dann ist es einfach schon ein Wein, der Entwicklungspotenzial hat. Ja, ich würde den total gerne mal ein, zwei Jahre noch mal probieren. Ich glaube auch, dass der sich lange hält und dann super schmeckt. Ja.
Ich hätte nochmal eine letzte Frage. Du hast ja eigentlich schon gerade einen recht steilen Lauf. Ne? Deinen Wein gibt es mittlerweile bei der Deutschen Bahn im ICE. Du bist Jungwinzer des Jahres 2020. Den Rest sehe ich jetzt gar nicht auf. Aber läuft bei dir so? Gibt es noch andere Projekte oder wo geht die Reise jetzt gerade hin? Ja, das ist halt auch mal cool, weil ich jetzt, also man ist jetzt seit ein paar Jahren im Betrieb und irgendwann kommt dann auch mal ein bisschen so die Saat, die man ausgesät hat, die Arbeit, die man reingesteckt hat, dann auch zurück. Und das freut uns gerade, oder freut mich schon schön, ja, und mal schauen, ja, wie es weitergeht. Ja, cool. Also an der Stelle jetzt gerade nochmal ein letztes Mal Umfrage-Button beantworten für den David Spieß. Und dann gehen wir weiter zu Anne. Genau. Hallo Anne. Hallo. Möchtest du uns ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, sehr gerne. Ich heiße Anne-Christine Trautwein, bin vom Kaiserstuhl. Das ist so ganz im Süden Deutschlands bei Freiburg. Und habe da 2019 mit meinem Mann zusammen das Weingut von meinen Eltern übernommen. So ein bisschen das Besondere bei uns ist, dass wir biodynamisch arbeiten. Also sind bei Demeter Mitglied und schon seit 40 Jahren Bio. Meine Eltern waren relativ aktiv im Anti-Atomkraft-Krieg. Ja, Krieg, Kampfkrieg. Ja, so ein bisschen auch. Und haben dann auch 1980 schon auf Bio umgestellt. Von daher bin ich sehr bio aufgewachsen und habe das jetzt so auch mit Freude dann weitergeführt. Und konnte jetzt auch mit meinem Mann das weiterführen, der von der Ahr kommt. Dadurch haben wir auch noch einen Hektar an der Ahr auf Bio umgestellt und auch bei uns im Weingut mit drin. Und das macht total Spaß. Ja, perfekt. Dann schauen wir uns doch mal an, wo du herkommst. Ja. Ja, genau. Hier sieht man jetzt im Winter die Terrassenlandschaft vom Kaiserstuhl. Also hier sind wir jetzt am Hunsrück und da hinten sieht man jetzt auch den Gipfel vom Kaiserstuhl. Das ist ein alter Vulkan. Das heißt, unten ist Vulkangestein und dann in der Lössauflage. Und man sieht jetzt ganz gut auch diese Terrassenstrukturen mit den Böschungen dazwischen. Ja, jetzt sind wir hier am Hunsrück. Das ist eine also da kommt jetzt gleich der Weißburgunder her. Das ist eine Westlage mit Blick aufs Elsass und ist für, also finde Kaiserstuhl sehr, sehr schön auch für Biodiversität, weil wir immer die Böschung dazwischen haben und dadurch auch viele Tiere und Insekten ihr Zuhause finden. Genau. Riechen wir doch mal direkt in den ersten Reihen. Genau, das ist jetzt der Hunsrück, mit dem wir gerade aufgehört haben. Also eine Westlage auf dem Kamm, das heißt relativ kühl. Nachts kühlt es gut ab und wir fanden, das ist sehr, sehr schön für einen Weißburgunder, um diese Frische zu erhalten. Und beide Weine, die wir jetzt probieren, sind Lagenweine von uns im Weingut und die habe ich sehr burgundisch ausgebaut. Also ich habe im Burgund gearbeitet und so das Wissen mitgebracht und dadurch ist da auch überall ein bisschen mit Holz gespielt. Mhm. Und ja, ich finde halt, er hat eine sehr, sehr schöne Frucht, aber auch so eine Salzigkeit, was mir immer sehr wichtig ist. Also ohne jetzt irgendjemanden schmälern zu wollen, aber das war tatsächlich in der Vorbesprechung auch die zwei Weine, die mich am meisten beeindruckt haben. Also darf ich jetzt einfach mal auch so offen sagen, weil das fand ich wirklich grandios, also beide. Vielen Dank. Da jetzt auch wieder zu meiner Frage, wo liegen wir da jetzt zum Beispiel preislich? Weil das war ja, ja auch jetzt eben, wo du gemeint hast, ihr habt am Preis ein bisschen angehoben. Jetzt, ja, jetzt bin ich tatsächlich auch neugierig, wo, ja, habt ihr ihn denn hingehoben? Also der liegt jetzt bei 18 Euro. Da sind wir jetzt auch sukzessive hochgewandert. Ja, es ist auch ein sehr geringer Ertrag, aber man merkt es schon, ich komme in so eine Rechtfertigungsschleife. Genau, also wenn ich sie dann mit dem Burgund vergleiche, die Preise sind sie ja dann doch auch nochmal deutlich, ja, geringer. Und Ertrag liegt man da bei 40 Hektoliter pro Hektar, also sehr, sehr gering. Und dann auch eine sehr lange Reifung. Also das ist jetzt 19er, der ist jetzt ganz frisch im Verkauf. Also eigentlich sogar noch nicht mal, doch jetzt ganz frisch auch auf der Homepage und ja, ich lasse denen sehr, sehr viel Zeit und ich finde ihn auch immer noch so ein bisschen zu jung, kann man auch sehr gut reifen lassen. Aber ja, ist bei uns schon so obere Klasse. Okay.
Ich habe schon eine allgemeine Frage zu dir und eine spezifische zu dem Wein. Einmal, gibt es im Weingut bei euch auch einen reinen A-Wein? Ja, wir haben zwei, Dernauer Goldkaul Riesling und einen Ahrweiler Forstberg Spätburgunder. Wie also, macht ihr das organisatorisch? Fahrt ihr von Baden an die A jeden Tag? Oder? Nee, also früher war das wirklich so. Also nicht jeden Tag, aber wir haben eine intensive Fernbeziehung geführt, weil man natürlich schon relativ lang dahin fährt. Und jetzt haben wir aber zwei Kinder plus den Betrieb am Kaiserstuhl übernommen. Da geht es nicht mehr so einfach. Und da haben wir jetzt aber jemand sehr Gutes vor Ort, der uns die Trauben, also auf die Trauben aufpasst. Christoph fährt auch öfter so mal noch hoch. Und ja, dann nach der Lese holen wir die Trauben runter und ich baue die dann bei mir im Keller aus. Also wir haben es so ein bisschen aufgeteilt. Christoph macht einen Weinberg, ich mache einen Keller. Und Vermarktung machen wir alle. Genau, und so habe ich die dann auch nochmal ganz anders im Blick. Aber man, also es ging schon auch so ein paar Jahre, bis man da jemand angelernt hatte. Gerade auch mit dem Bioanbau, der jetzt an der A auch noch nicht so verbreitet ist, war es schon nochmal eine andere Herausforderung. Vor allem A ist ja auch viel steil. Da genau. Ist es ja auch jetzt nicht so, dass es easy peasy aus ja. dem ne? Ja, also das war schon echt spannend, das umzustellen. Mhm. Wo wir, also man hat vorhin an dem Video gesehen, bei uns kann man schon alles fahren. Also meine Eltern waren auch so visionär, dass sie alles auf 2 Meter gestellt haben, Zeilenbreite, sodass wir alles mit dem Traktor fahren können und dann diese Handarbeit nicht zu intensiv wird unter den Stöcken. Und das war halt an der A, das sind wurzelechte Reben, 70 Jahre alt, da muss halt einfach alles von Hand laufen. Und das war dann doch nochmal so eine andere Herausforderung. Direkt nochmal die Frage jetzt zu deinem Weißburgunder, mehrfach auch. Was heißt denn mit Holz gespielt konkret? Also ich habe beim Weißburgunder 50% im Edelstahl spontan vergoren und 50% im Holzfass. Also sehr, sehr alte Barriques. Also für Weißburgunder nehme ich da mal die ältesten, die ich habe. Und dann vergären die da drin, bleiben dann auch 10 Monate auf der Hefe im Holz liegen. Und bis sie dann rauskommen, noch mal ein halbes Jahr ins Edelstahl kommen. Ich habe einfach die Erfahrung, je länger sie im Holz bleiben, desto besser integriert sich das auch. Mhm. Aber es muss halt die Struktur mitbringen. Also braucht schon auch diesen geringen Ertrag, damit er das wegpuffern kann. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr alle eure Weine spontan vergärt? Ja, ist bei Demeter-Vorgabe auch sogar. Ja. Also wenn man mal ein Problem hat, Gärhänger oder so, dann darf man dann auch mal eine Hefe geben. Aber eigentlich probiert man eher erstmal mit den anderen Tanks. Hier der Kommentar zuerst. Der Weißburgunder ist großartig, sehr elegant mit viel Zug und nicht zu knalliger Frucht. Frage, habt ihr auch bei den Rebsorten einen Fokus auf die burgundischen? Ja, genau. Also wie gesagt, ich war im Burgund, habe dort zweimal die Lese auch mitgemacht und war 3 Monate dort und habe da so auch die Leidenschaft für Chardonnay gefunden und für die Burgunder-Rebsorten. Also Spätburgunder ist bei uns auch ein intensives Steckenpferd, Grauburgunder und Weißburgunder auch. Und ja, davon haben wir dann auch überall die Lagenweine. Also ich tut, aber passt auch sehr, sehr gut an Kaiserstuhl, weil wir einfach sehr gute Bodenstruktur dafür haben. Also ich brauche jetzt keinen Riesling. Also bei uns funktioniert es jetzt noch nicht so gut mit dem Riesling und wird wahrscheinlich durch Klimaerwärmung auch nicht besser. Nein. Bei uns irgendwann auch nicht mehr. Aber also generell muss ich sagen, dass die Burgunder schon auch sehr gut zu unseren Böden passen. Und wir aber auch gleichzeitig, was ja oft am Kaiserstuhl Problem ist, dass sie so fett werden und sehr alkohollastig. Das haben wir durch den biodynamischen Anbau eigentlich ganz gut im Griff, dass wir so das Gefühl haben, wir haben früher dieses Gleichgewicht, dass wir nicht diese wahnsinnig hohen Alkoholgehalte bekommen. Ist auch gerade die Frage reingekommen, wie zügelt ihr in Zukunft die Alkoholwerte, war gerade genau gefragt. Nee, also das hat es wirklich, also wir haben 2002 auf biodyn umgestellt und haben da wirklich nochmal so einen Unterschied gemerkt, wie sich's noch mal weiterentwickelt hat, dass sich da ein anderes Gleichgewicht einstellt. Aber das ist eigentlich generell alles, was, oder wenn du dich mit biodynamischen Winzern unterhältst, die umgeswitcht haben, sagen alle dir das Gleiche, dass die auf einmal kein Problem mehr hatten mit Alkohol, dass der so durchschießt. Das ist eigentlich echt abgefahren. Aber man kann es nicht, glaube ich, genau auf irgendwas zurückführen. Das ist verrückt. Nee, also das ist so, was hilft, hat recht, ne? Ja. Was hältst du jetzt davon? Ja, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit was sagen. Ja, siehst du. Nee, ich wollte sagen, dass ich auch die Entwicklung im Glas total toll finde. Also man merkt eben, dass
dass er noch jung ist und dass er sich, wie geschätzt, im Glas schon so ein bisschen zeigt, gerade so ein bisschen die Prägung auch durch den Holzfassausbau, ein bisschen durch das, ja, also das leicht Hefige, was er noch hat. Und ich glaube auch, dass der ein großes, richtig großes Potenzial hat, auch zur Reifung. Mhm, ja, danke. Also das merken wir auch immer, so dieses leicht Hefige, was bei uns jetzt gerade für Gastronomie auch total schön ist. Also die Weine sind meistens 2 Tage nach dem Öffnen am schönsten. Also so, und es ist kein Problem, die auch eine Woche lang auszuschenken, weil sie ein bisschen diese, ja, diesen langen Hefeausbau auch haben. Habt ihr mehr Löss oder auch vulkanische Böden? Vulkanische Böden, aber schon mit einer Lössauflage. Und bei dem Weißburgunder ist es ein sehr kalkhaltiger Löss. Also wir sagen da sogar Weißmehlboden, weil der so hell ist, durch diesen vielen Kalk aus den Dolomiten wurde der angewendet. Okay, cool. Und es ist ja auch total cool zu sehen, dass einfach, dass man sich wirklich mit so vielen Details auch beschäftigt. Das ist ja das, was auch, glaube ich, viele junge Winzer ausmacht, dass man so ins Detail auch geht im Anbau, dass man so sorgsam auch mit den Sachen umgeht, dass halt dadurch die Qualität auch steigt. Also gerade das Biodynamische ist ja das, was total cool, dass man halt einfach sich mit ganz vielen Details auch beschäftigt. Und das finde ich auch ganz wichtig für die Weinqualität. Ja, oder halt nicht nur die Trauben als Einzelnes betrachtet, wie es ja viel auch sonst war, sind Trauben, das ist das, was du erntest, das kommt später in die Flasche, und sondern den ganzen Kreislauf. Also ich sehe auch bei Instagram, ihr habt auch Tiere, gell? Oder? Oh ja, das ist aber eine ganz traurige Geschichte. Okay. Wir hatten eine Woche lang Hühner und dann hatten sie Geflügelpest. Oh, ja. Okay. Ja. Geile das haben Frage. Wir jetzt noch. Sorry. Das ist es. Keine Wunder. Was gibt es noch für Leichen im Keller? Ich habe nicht mehr gecheckt bei euch. Ich wollte tatsächlich nicht aus das Ähnliches fragen, weil ich das ja natürlich weiß, dass ihr in dem Betrieb seid und so. Und habe mir das immer so richtig bauernhofmäßig, selbstversorgermäßig vorgestellt. Ja, es kommt wieder. Wir sind jetzt 3 Wochen gesperrt und dann dürfen wir wieder. Ja, aber seid ihr richtig selbstversorgermäßig aufgestellt? Ja, also so schon ziemlich. Mein Mann, sein Lieblingshobby ist der Garten und auch irgendwie in großen Dimensionen. Also er macht immer beeteweise, dadurch haben wir unheimlich viel Gemüse und können eigentlich fast das ganze Jahr aus unserem Garten Gemüse und so leben. Und jetzt wollten wir eigentlich Hühner noch dazu nehmen. Ja. Kommt halt Generation 2.0. Ja. That's awkward situation, aber I like it. Ich finde das schon sehr schön. Ich mag das, wenn Leute so komische Fragen stellen und es voll nach hinten geht. Sorry. Das war ja nicht böse gemeint, aber ich bin ein schadenfroher Typ. Dynamik, das ist wirklich super. Es tut mir wirklich leid für die Hühner, aber das war jetzt eine lustige Situation. Ja, es war, tragisch, aber auch. Jetzt auf drauf zu reiten. Eine Frage zum Weißburgunder mache ich noch und dann können wir zum nächsten gehen. Weißburgunder gerne auch dekantieren? Fragezeichen. Ja, sehr gerne. Also wenn man direkt genießen will, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Okay. Perfekt, dann Chardonnay, oder? Ja, genau. Also jetzt kommt der Chardonnay Vauberg. Das war die Lage, die wir zuerst im Film gesehen haben. Das ist jetzt eine Südlage. Mit einem ganz kräftig lehmigen Anteil, also auch Löss, aber sehr, sehr kräftig. Und wir hatten das Glück, dass mein Vater 1991, als Chardonnay erlaubt wurde in Deutschland, direkt gepflanzt hat. Und dadurch inzwischen haben wir da doch auch 30 Jahre alten Reben stehen, was total Spaß macht. Und da liegt der Ertrag dann nochmal geringer bei 30 Hektoliter pro Hektar. Und würde ich sagen, ist jetzt fast der beste Weißwein bei uns im Haus. Ich habe eben im Burgund bei Le Flav gearbeitet und habe dann auch so diesen Ausbau, den ich dort kennengelernt habe, bei dem umgesetzt, weil ich finde auch, bringt eine sehr, sehr schöne Struktur dafür mit. Und ist jetzt 2018, auch da eigentlich ein sehr heißes Jahr und mit 13,5 und doch auch noch, finde ich, leichter und auch im Geschmack so eine Salzigkeit, Mineralität, die mir total wichtig ist und dass es halt nicht fett und überladen oder zu Holz betont wird. Also bezüglich Holz haben wir da 1/3 neues Holz. Das ist der einzige Weißwein, bei dem wir neues Holz mit reinnehmen. An der Stelle einmal, wir sind beim zweiten Wein von der Ann-Christin Trautwein. Umfragefunktion. Genau. Einmal auf die Umfrage klicken auf eurem Bildschirm, sagen, dass ihr Interesse für den Betrieb habt und dann ist das ein bisschen einfacher für uns mit den Kontaktweiterleitungen. Gleichzeitig gerne weiter fleißig kommentieren. Ich nehme die Fragen mit, wenn es Fragen zum Chardonnay gibt. Machen wir dann hier im Studio klar die Fragen. Toll, diese Röstigkeit in der Nase auch, das hat ja nochmal extra, also
Vergleich zum anderen ganz klasse. Noch dieses Nussige vom Chardonnay kommt richtig, also ich finde den sehr, sehr toll. Ich bin aber auch absoluter Holz-Fan, aber es ist schön eingebunden. Also ja. Man schmeckt auch die Qualität. Alkohol tatsächlich merkt man schon an der Fülle, aber ich finde es trotzdem total elegant, obwohl er so voll ist. Also, ja, ist dir gut gelungen. Dankeschön. Ich finde es jetzt auch irgendwie total spannend, die zwei danach zu probieren, nach dem Cuvée, was ich auch total schön fand. Und jetzt nochmal reinsortig. Also, hätte ich es gewusst, wir haben auch einen Chardonnay zu Hause. Hätte ich den mitgebracht, hätten wir eine geballte Chardonnay-Probe. Ja, toll. Ich muss sagen, das Cuvée gefällt mir nämlich auch ganz gut. Der Flight ist auch spannend. Also das, was du sagst, das in der Cuvée zu erleben, ist spannend. Und jetzt die Sachen nebeneinander zu probieren, halt mit einem völlig anderen Approach, mit einer völlig anderen Vision, sind gigantomanische Weine. Also meinen größten Respekt tatsächlich. Also ich habe hier noch eine Frage außerhalb des Weins. Genau, und zwar, bei euch ist natürlich jetzt mit Bio und dem mit ein Riesenthema. Und Thema Vegan, Nachhaltigkeit, das ist halt auch eigentlich ein Trendthema momentan. Merkt ihr das jetzt in den letzten Jahren dadurch, dass es allgemein in der Gesellschaft so ein bisschen Trend geworden ist, dass ihr dann auch eine erhöhte Nachfrage habt mit euren Weinen? Ich würde jetzt sagen, also bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, nee, es ist eher so ein Zusatznutzen. Also die Leute, die Qualität vom Wein steht doch ganz oben. Also sie probieren und dann sagen, ach cool, und der ist sogar Demeter. Also so war das immer mehr. Und jetzt mit Corona habe ich jetzt wirklich so diese Veränderung, dass wir viele vor Ort haben, die auf einmal auf unser Weingut kommen und bei uns Wein kaufen, die halt nie sonst gekommen wären. Aber das ist dann eher so das Lokale, was dann doch zunimmt und was ich, glaube ich, auch so generell glaube, dass es so in Läden schon zunimmt im Moment, dass man lokal und auch eben Bio einkaufen möchte. Aber wir hatten auch schon Zeiten, wo Bio total verrufen war und wir es dann gar nicht aufs Etikett geschrieben haben, weil es dann nicht ausgeschenkt wurde. Da habt ihr euch tatsächlich in dem Moment bewusst für entschieden, dass ihr das dann nicht drauf... Also halt ganz, ganz klein irgendwo hinten ins Eck, aber schon so, dass man das nicht... Irgendwie, dass einem das nicht ins Auge springt. Ich weiß, wir wollten mal in so einem Sterne-Restaurant in Freiburg gern aufgenommen werden und die haben dann gesagt, nee, die nehmen keinen Bio-Wein auf. Und daraufhin hat mein Vater das ganz klein hinten drauf nur geschrieben, in der Hoffnung, irgendwann nehmen sie uns auf. Aber ja. So ändern sich die Zeiten, gell? Ja. Das ist schon extrem, wie die Leute darauf reflektieren, ne? Mhm. Also, ich wie gesagt, wir haben ja eben drüber gesprochen. Ich habe ja durchaus auch Bekannte, die damit mit diesem Bio-Gefühl oder mit diesem Bio-Siegel schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist das ja auch irgendwann mal so geflippt. Und durch dieses Corona tatsächlich, sagte ja auch jeder, sind die Leute auf einmal bewusster geworden. Gott sei Dank. Also ich meine, das ist ja nur ein Zugewinn. Ja, vielleicht haben sie auch mehr Zeit, ein bisschen nachzudenken. So meinst du, ja, das ist natürlich auch. Hier ein ganz großes Kompliment. Chardonnay im Burgunderstil. Top Gruß von der Ostsee. Ja, cool. Liebe Grüße an die Ostsee zurück. Das ist aber cool. Ist die Lage Vohberg kalkhaltig? Auch, ja. Also nicht ganz so intensiv wie der Weißburgunder Hunsrück, also wie diese Lage, aber er ist auch sehr kalkhaltig. Allgemein der komplette Löss am Kaiserstuhl ist kalkhaltig. Manche mehr, manche weniger. Mehrfach nochmal die Frage jetzt nach dem Preis vom Chardonnay. Ah, ja, der liegt jetzt bei 22,50. Ja, okay. Das ist ja ein immenser Sprung, den du da hinlegst. Luft nach oben. Ja. Wie gesagt, ich habe mich zu dem Thema ja schon ausgelassen. Ja. Nee, aber wie gesagt, ganz, ganz grandiose Weine. Wir haben schon gesagt, Umfrage-Button. Ja. Cool. Aber mir fällt noch zu dem Preis ein, das ist eben, wie er sagte auch, wir haben trotz allem viele Privatkunden und die haben uns jetzt doch auch sehr über das letzte Jahr hinweg geholfen. Und ich glaube, wenn man da zu hoch geht, kann es schon sein, dass da dann auch viele abspringen. Wie gesagt, ich finde das ja realistisch, aber diese 9-Euro-Geschichte, da laufe ich halt nicht mit, so das verstehe ich nicht so ganz. Ja. Aber das ist ja eine realistische Kalkulation. Der Sprung war jetzt einfach nur im Witz gemeint, weil der eine 18 Euro, der andere 22. Das tut mir dann auch nicht so weh. Also ich werde davon nämlich auch privat irgendwas bestellen. Das sind eigentlich die perfekten Preise dafür. Nochmal eine letzte Frage an dich, Anne, weil du es auch gerade ein bisschen erwähnt hast wegen Corona. Ihr seid ja mittlerweile auch recht aktiv auf Instagram. Ist das jetzt was nur Corona-mäßig eine Rolle gespielt hat oder ist das grundsätzlich irgendwie ein Zweig, den ihr immer beobachtet? Ja, also wir waren vorher auch schon ein bisschen aktiv, aber in Corona habe ich gemerkt, dass ich da mehr Zeit rein verwenden muss. Also und
Also eigentlich ganz witzig, vor 3 Jahren habe ich mich noch total dagegen gewehrt und hat es totalen Quatsch gefunden. Selbstdarstellung ist nicht so unser Ding und ja, und dann haben wir uns doch mal angemeldet und haben dann, glaube ich, schon auf der ProWein 2019 schon da einen Effekt gemerkt, dass es schon was bringt und jetzt wird es doch auch immer mehr gesehen. Also ist total. Aber erreicht ihr damit geworden. Leute, die euch folgen, weil sie euch schon kennen und deswegen euch folgen oder ist es auch was, wo ihr vielleicht neue Leute mit erreicht? Ich glaube neue Leute auf jeden Fall. Ja, okay. Also wir haben jetzt immer mehr Anfragen, ja. Fand ich mal interessant. Mhm. Ja, wie das Bio-Siegel, ne? Also, das wäre jetzt aber schon sehr schwarzer Humor, ne? Gut, dann hüpfen wir in den Rheingau, oder? Ja, gerne. Frau Schmidt. Ja, ich hoffe, ihr macht euch bereit auf Säure. Erzähl doch was zu dir, bitte. Ja, ich mache mich schon bereit für den nächsten. So, das habt ihr jetzt gelernt, ne? Das habe ich jetzt gelernt, ja. Ja, ich bin Tatjana, ich bin 28, komme aus dem Rheingau, aus Walluf ganz genau. Von hier ungefähr 10 Kilometer, ihr würdet sagen die Ebschseite, aber es ist eigentlich die sehr, sehr schöne Seite. Ja, du ja nicht, du kommst ja nicht von hier. Von daher ist es in Ordnung. Genau, also der kürzeste Anfahrtsweg tatsächlich von allen. Und ja, Weingut Friedel Ruster, bin darin aufgewachsen, habe dann auch meine Winzerlehre gemacht, auch im Rheingau bei einem VDP-Weingut und dann das Studium in Geisenheim angeschlossen, paar Praktikas gemacht und jetzt fertig mit der Uni und jetzt geht's endlich mal los mit Vollzeitwinzer. Dann schauen wir uns doch mal an, wo du so wirkst. Ja. Der Rheingau ist ja relativ begrenzt. Unten ist der Rhein, oben ist der Taunus. Das heißt, wir sind eine sehr kompakte, kleine Stelle. Und wir haben sehr steile Weinberge. Bei uns im Weinberg oder im Weingut haben wir 3 Bodenprofile. Einmal eben haben wir gesehen, die Steillage, sehr viel Schiefer, sehr viel Phyllit. Hier sind wir so in der Mittelschicht, da haben wir ganz tiefgründigen Lösslehm. Mit unseren Begrünungen, die wir jedes Jahr auch einsetzen, versuchen wir auch, die so durchlöchert wie möglich zu haben. Wir sind jetzt auch im Umschwung auf Bio. Und je näher wir runterkommen in die Rheinebene, desto feiner wird er. Man sieht auch hier jetzt, dass wir Muscheln finden, ist tatsächlich gar nicht so selten. Also das heißt ehemalige Mainzer Becken, deswegen auch in den tieferen Lagen des Bodens sehr viel Sand, sehr viel Kies. Also es ist sehr schön, man hat wirklich eine richtig dreigeteilte Bodenprofilvorlage auf so sehr engem Raum für uns. Und ich rede jetzt einfach weiter, auch wenn das Video schon rum ist. Genau das wollen wir auch. Wir kommen zwar aus dem Rheingau und da ist natürlich so die Leitrebsorte der Riesling. Aber wir haben bei uns im Weingut auch relativ viele andere Rebsorten. Wir mögen Burgunder auch sehr gerne. Deswegen auch Chardonnay, Sauvignon Blanc, Grauburgunder und Chardonnay als Cuvée. Also wir spielen da auch sehr viel, überwiegend mit den Rebsorten, die wir privat auch sehr gerne trinken. Das ist bei uns die größte Prio und das macht sehr viel Spaß. Und da werden wir auch oft gefragt, ihr seid doch Rheingauer, ihr müsst den Riesling. Und ich glaube, das kann man schon lange nicht mehr so pauschalisieren. Du kommst da und daher und musst das machen, sondern das, was Spaß macht. Und wir sehen auch, dass es einfach wächst und schön ist. Und als du gesagt hast, ihr wart auch einer der Ersten, als Chardonnay angebaut wurde. Also unser Chardonnay ist, glaube ich, auch jetzt schon 15 Jahre. Mhm. Waren wir auch einer der Ersten und probieren uns da auch jedes Jahr immer neu. Und ja, so ist das einfach schön. Und dann probieren wir doch jetzt mal den roten Riesling. Dann probieren wir jetzt mal den Riesling. Wenn wir so viel über Chardonnay reden. Ja. Das ist roter Riesling. Ihr seht, das ist ja ein Weißwein, das ist eine Mutation vom weißen Riesling. Den haben wir jetzt seit 5 Jahren im Weingut. Ich glaube, roter Riesling ist auch erst seit einem Jahr jetzt in allen Anbaugebieten erlaubt anzupflanzen. Ist eine historische Rebsorte, kann man sagen. Und im Vergleich zum weißen Riesling hat die ein bisschen mehr so diese dunkelroten Früchte. Also wenn es jetzt beim weißen Riesling eher so der frische grüne Apfel ist, ist beim roten Riesling eher so der rote, bisschen gereiftere Apfel. Also ich glaube, das schmeckt man auch ganz gut, dass er kräftiger ist. Säure ist ein wenig abgeflachter als jetzt beim weißen, wobei wir da jetzt auch beim Ausbau eigentlich wenig Unterschiede machen. Wir vergären ihn immer mit ein bisschen Traubenanteil tatsächlich. Und ja, da gab es mal eines, da war damals auch Lese und ich hatte einen wichtigen Termin und hatte schon die Trauben fertig vom Stielgerüst ab. Und mein Plan war eigentlich, das war das erste Mal, dass wir Trauben mit vergoren haben, die in den Tank zu
tun, bevor der Most reinläuft. Aber der Papa war schneller und ja, dann blieb nur noch oben das kleine Spundloch. Zwei große Eimer voll und ich war ganz alleine. Und an dem Tag habe ich mir eigentlich geschworen, es nie wieder zu machen, aber der Effekt war gut. Also habe ich mir gedacht, okay, komm, die nächsten Jahre bist du schneller. Und ja. Ganz kurz, du müsstest einen Ohrring abnehmen, weil der dein Mikrofon stört, glaube ich. Okay. Den rechten Ohrring. Den rechten? Mache ich. Wenn das so schnell geht. Ich würde das einfach mal schnell überspielen. Ja, mit beide dann. Oder so. Dann schau das synchroner aus, meinst du? Ich mache kurz eine Ansage an die Teilnehmer draußen. Schickt uns gerne eure Kommentare, Feedback zu den Weinen von Tatjana. Und meine Frage, weil du jetzt ganz viel erzählt hast über roten Riesling und andere Rebsorten eigentlich als Riesling, ist es denn so einfach im Rheingau, einfach mal was anderes als Riesling zu machen? Oder gab es da auch ein bisschen Gegenwind von Kollegen? Da gibt es auf jeden Fall Gegenwind, wie ich ja sage. Es kommt oft die Frage, wie macht ihr das? Das ist doch gar nicht klassisch Riesling. Mhm. Aber mein Papa ist da zum Glück schon immer so, dass er sagt, ja, lass mich doch einfach. Also jetzt auch, als wir zum Bio umgestellt sind, haben auch viele gesagt, ja, warum macht ihr das denn? Und ja, wir machen einfach unser Ding. Und man sieht ja auch, dass, oder man merkt ja auch, die Zeit geht weiter, der Trend ist anders, Klimawandel kommt auch, also wir merken jetzt schon einen Riesenunterschied von Jahr zu Jahr und wir haben die Burgunderweine schon lange, von daher fühlen wir uns da schon so heimisch, dass wir immer mal zu raten, macht mal was anderes, macht Spaß, das ist im Keller einfach eine schöne Alternative oder mal eine Abwechslung. Ja. Andreas aus Hamburg schreibt, viele Grüße, sehr lecker, wie ist der Verkaufspreis? Der liegt bei 7 €. Sind die Reben vom Roten Riesling aus Geisenheim oder eigene Mutation? Oh, so eine Mutationsfrage. Nein, die sind nicht aus Geisenheim, die sind vom Rebzüchter. Was auch immer das für ein Klon ist. Ja, ist in Ordnung. Ich glaub, das reicht auch als Antwort. Mutation kann man jetzt viel besser erklären als vor einem Jahr noch. Ja, ganz genau. So jetzt Mutation kennt jetzt auch jeder das Wort. Vorher war das so, was Mutation? Nee, aber es ist sehr schön, auch im Herbst anzusehen. Also der Rote Riesling hatte wirklich so leicht pinke Pigmente auf den Trauben. Manchmal hat er so eine Mischung aus Grauburgunder und Riesling, wenn er dann reif wird. Also das ist wirklich im Weinberg sehr schön. Deswegen muss man da auch immer aufpassen, wenn ich Trauben mit dazugebe zum Vergären, dass es nicht zu viele geben, weil die können natürlich dann auch so ein bisschen Farbe abgeben und das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen ihn relativ reintönig und weiß und ja. Cool. Wann bist du dann in den Betrieb gekommen? Also fest installiert jetzt erst seit letztem Jahrgang, oder? Nö, also Kunde schon die ganze Zeit, auch während des Studiums und der Uni, aber da klar natürlich nie Vollzeit. Jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte hat sich das auch mit dem Abschluss ein bisschen nach hinten verzogen. Das heißt, ich war jetzt sowieso schon ein Jahr komplett im Betrieb und bin aber schon immer so im Hintergrund. Also mein Papa ist da sehr cool, also wenn es jetzt auch so über Generationen geht, haben wir da eine mega, also wirklich eine sehr, sehr gute Verbindung. Ihm ist wichtig, dass wir alles auf jeden Fall erstmal probieren, aber direkt im großen Stil. Ich denke immer so, lass uns doch mal im kleinen Stil erstmal irgendwas probieren, aber er ist offen für alles. Aber er hat auch oft eigene Ideen, wo ich auch offen für sein muss. Und da sind wir sehr harmonisch miteinander und von daher hat es immer ganz gut geklappt. Aber jetzt letztes Jahr 2020 war tatsächlich die erste Lese, wo ich mal zu 100% daheim sein konnte. Davor war entweder Ausbildung, Praktika, dann war ich mal Rheingauer Weinkönigin, dann war zu dem Zeitpunkt die Wahl der deutschen Weinkönigin und dann wieder Praktika und dann war letztes Jahr endlich mal so, jetzt bin ich 100% zu Hause und ja, das wird jetzt sehr cool. Noch einiges geändert und ja. Spannend, wie es weitergeht. Bevor wir zu deinem Riesling gehen, schreibt hier noch einer, ich bin großer Rheingau-Riesling-Fan, aber dieser rote Riesling ist etwas ganz Neues, beeindruckend. Danke. Gibt es Anmerkungen von euch zwei zum Beispiel dafür? Das fände ich jetzt auch mal ganz interessant. Ich finde es spannend. Habt ihr das auch aus Klimagründen gemacht mit dem roten Riesling oder war das mehr so ein Experimentierding? Wir waren auf einer Veranstaltung, auf einer Infoveranstaltung in Geisenheim, mein Papa und ich, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren und dann wurde er vorgestellt und er so, das machen wir. Und ich so, echt? Wollen wir nicht mal warten, bis das irgendwie jemand anderes schon gemacht hat? Und im Rheingau war der Corvas Kauter seit den 90ern schon relativ viel mit dem roten Riesling am Start. Und mein Papa so, nein, das machen wir mal, machen wir einen kleinen Weinberg. Und hatten dann wirklich am Anfang, ich weiß nicht, wenn es vielleicht 1000 Flaschen am Ende waren, war das wirklich nicht viel. Und ja, für die Leute war es was Neues und es war auch für uns schön, mal eine Riesling-Alternative und so kam das. Total, also ich finde ein bisschen strukturierter wie jetzt einen normalen Riesling, ein bisschen mehr Power irgendwie und ein bisschen dunkler. Also man kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass die Früchte auch dunkler sind. Cool, ja. Also beeindruckender Riesling auf jeden Fall. Ja. Dann hüpfen wir jetzt zum Vitusberg, oder? Ja. Ja, jetzt mal was Restsüßes. Wir hatten ja jetzt bisher, glaube ich, nur trockene Weine. Mein schöner Cabi.
Der Vitusberg war der letzte Weinberg, den ich gezeigt hatte mit der kleinen Muschel. Also der ist schon sehr, sehr nah am Wasser dann. Ist auch eine erste Gewächslage. Ja, einfach mal ein schöner, klarer Wein, ein bisschen mineralisch. Wir spielen bei allen Restsüßen immer so ein bisschen, dass wir es vielleicht spontan angären lassen und dann aber mit Reinzuchthefe durchgären lassen, weil es, finde ich, bei Restsüße nochmal ein bisschen anderen Geschmack gibt. Es wird ein bisschen voller und nicht zu klar. Und ja, das ist eigentlich für uns eher so ein typischer Rheingau-Riesling. Früher war alles halbtrocken oder süß und das ist für uns eine schöne Alternative. So ein schöner Kabi, so ein schöner Aufweckwein oder so ein Zwischenwein. Also ja. Ich denke auch, dass das Säure-Rest-Süße-Spiel ganz schön auf einer Ebene ist. Genau. Ja, das finde ich echt auch super. Mein Mann und ich, wir lieben nämlich auch mal so ein Kabinett Mosel oder Rheingau. Und wir müssen dann immer bei Kollegen bestellen, weil das gibt es ja bei uns nicht. Und ich glaube, da muss ich mal auf dich zukommen. Gerne. Und tausch. Wir hatten das Thema ja vorhin in der Weinbude schon mal mit dem Kabi. Da ging es um die Mosel. Da sagen die ganz klar, es ist super Trend. Wie ist es bei euch im Rheingau? Ich glaube, so richtig Trend gibt es jetzt nicht. Dieser Begriff kam halt über den Kabi plötzlich als Trend. Alle haben nur noch von Kabi gesprochen. Mhm. Aber der Kabinett hat ja im Grunde so als Wort die Herkunft im Rheingau. Von daher gibt es das schon immer. Und dass er dann halbtrocken ausgebaut wurde, ich glaube, das war dann einfach so, dass die meisten Menschen oder die meisten Konsumenten ja nur noch trocken, also überwiegend trocken konsumieren. Wir haben überwiegend trockene Weine im Weingut. Und dann war das für uns so, mal eine schöne, feinherbe Alternative zu allem Trockenen. Nicht zu süß, also wir liegen hier bei 50 Gramm Restzucker. Ich finde, merkt man teilweise auch gar nicht, dass der eigentlich so hoch ist. Ja, das ist halt die Säure und das Mineralische und ja. Mal sehen, was wir draufschreiben, wenn jetzt irgendwann die Prädikate nicht mehr draufstehen dürfen. Kabi. Nur noch Kabi, so eigenes Wort. Genau. Ja. Don't know. Wie gesagt, ich bin großer Fan davon. Ich mag es sehr gerne. Wir hatten das, wie gesagt, in der letzten Weinbude schon. Ich mag das ja, wenn das so eine schöne Fruchtigkeit bekommt, die dann so gepuffert wird von Säure. Ich finde es einen guten Einstiegswein. Ich finde es einen guten Essensbegleiter. Ich finde es einen guten Abschluss. Genau. Also ich finde es einen guten Wein einfach nur so zum so trinken. So ein Allrounder. Genau, weil die anderen Sachen, wie gesagt, in Ehren, das finde ich grandios, aber das ist halt so trinken. Mhm. Die anderen Sachen, ne, die anderen, die fordern halt viel, viel mehr Aufmerksamkeit und da finde ich es halt so schön, dass ich einfach sein kann. Da ist nicht der Wein das Bild, sondern ist einfach der Rahmen so und man setzt sich irgendwie zusammen. Also der Kabinett drückt für mich eigentlich die Art von Geselligkeit aus. Mhm. Ja. Das ist für mich der Gesellschaftswahn eigentlich. Mhm. Es ist nur wahnsinnig verloren gegangen. Ja, es geht ja immer mehr dazu, schwerer, doller, genau. Langlebiger, aber manchmal, also es ist wie so ein klassischer Feierabendwein, da brauche ich jetzt auch nicht viel, wo ich nochmal drüber nachdenke. Einfach nur hocken. Ja, genau. Einfach nur hocken und ja, genau. Schraube genießen. Ja, genau. Hier schreibt auch noch einer, ein schöner Wein, der dazu geeignet ist, nicht Riesling-Trinker von der Rebsorte zu überzeugen. Ja, wunderbar. Wobei das ja eigentlich so, das finde ich, die Definition über Riesling ist. So, ne? Also diese leichte Süße mit dabei, diese grandiose Säure, dieses trockene Riesling-Ding, wo die Säure halt dann einfach so raussticht, weil sie einfach den Konterpart gar nicht mehr hat. Ja. Auch gut, ne? Gar keine Frage. Aber das ist ja doch ein anderes Bild von Riesling. Mhm. Auf jeden Fall. Aber daran sieht man auch, finde ich, dass der Riesling sehr wandelbar ist und ganz unterschiedlich auszubauen und so anders schmeckt, wenn man ihn ins Holz packt, wieder ganz anders. Also, ja, klar. Das ist das Schöne am Riesling tatsächlich, ja. Tatjana, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber wir haben ja ein bisschen was gemeinsam. Nicht nur, dass wir beide aus dem Rheingau sind und beide aus Walluf, wir waren auch beide Wallufer Weinkönigin. Ja, natürlich weiß ich das. Ja, richtig. Insofern habe ich natürlich immer so ein bisschen auf dem Schirm, was auch in Walluf abgeht. Und ich weiß, dass du ein ganz tolles neues Projekt hast, ja. Gebubble. Vielleicht magst du darüber noch was erzählen. Ja, eine meiner besten Freundinnen, die Sophie Egert, die war, glaube ich, gestern oder vorgestern auch hier bei euch in der Weinbude. Wir sind leidenschaftliche Sekttrinkerinnen und haben schon ganz oft gesagt, so, wir müssen irgendwie was zusammen machen, so ganz unabhängig von unseren Weingütern. Und der Name stand, bevor wir eigentlich wussten, was es wird, war viel Gebabbel. Und dann war klar, ja okay, wenn es dann halt Bubbel ist, dann müsste es auch irgendwas Spritziges sein. Also wir machen zusammen einen Sekt. Und die Idee ist dann Anfang 2018 entstanden. Und letztes Jahr haben wir dann viel Gebabbel rausgebracht. Das ist ein Cuvée,
50-50 vom Riesling von ihr und von mir. Bei ihr war es auch eine erste Gewächslage, bei mir auch erste Gewächs und mein Tête-à-Tête, noch mein eigener Wein bei mir im Weingut, Maischestandzeit. Und ja, da leben wir uns einfach mal so ein bisschen aus, auch auf unserem Instagram-Kanal. Und, weil ihr Sekt einfach hart feiert. Ja, ja, es ist auch einfach, man kann ihn schon mal zu jeder Tageszeit trinken. Also es gibt keine Uhrzeit, wo man sich denkt, oh nee, Sekt kann ich jetzt nicht trinken. Aber ich könnte jetzt keinen Rotwein morgens um 11 trinken zum Beispiel. Und, das haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass es funktioniert. Okay, es geht auf jeden Fall auch, aber es ist ein bisschen schwieriger. Nein, du hast ja recht. Genau, deswegen haben wir mit dem Fiege-Babel-Sekt, ja, wir sind jetzt auch letztes Jahr im November dann damit sozusagen in den Verkauf gegangen und sind jetzt auch schon ausgebabbelt sozusagen. Ich glaube, wir müssen gebabbeln nochmal, weil wir haben ja Leute, die aus, von der Ostsee aus Hamburg zugeschaltet sind, die ja nicht im Dialekt so drin sind. Ja, also wenn wir, Rheingau ist ja hessisch und da sagt man zu reden, Schwätzchen halten, babbeln. Genau. Also B-A-B-B-L-E-N, babbeln. Ja. Ja, hinten anders. Und ja, wir haben einfach diesen Wortspiel gemacht mit Bubbles, also Englisch für Bläschen, und dem deutschen Babbeln. Also unser Sekt soll nicht nur zum Babbeln anregen mit den Perlen im Glas, sondern natürlich auch zum Reden. Sehr cool. Schöner Bogen. Das ist mir wirklich bei Instagram schon aufgefallen. Ja. Ich fand es sehr coolen Auftritt und dachte, ah, wer ist denn das? Ja, nein, es war dann wirklich sehr viel Spaß. Und wir haben erstmal eine kleine Menge gemacht, weil wir das alles ganz alleine auch machen wollten, unabhängig, wie gesagt, von den Weingütern. Und wissen jetzt auch, dass wir mit dem Gebabbel 2.0 ein bisschen mehr in der Marge machen müssen. Und ja, sind schon sehr gespannt. Weihnachten geht's los. Zurück zum Kabi. Wirklich toll, schreibt hier einer. Wie ist der Verkaufspreis? Ach, bei 7 Euro. Tipptopp. Okay, also ich bin immer... Oh, erst nochmal Umfrage für Weingut Friedel Russler mit Tatjana. Das ist wichtig, genau. Klickt da jetzt gerade mal auf eurem Bildschirm auf die Umfragefunktion, dass ihr Interesse an dem Betrieb habt, dass wir die Infos weiterleiten können. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. Von dem ganzen Gebabbel. Ja, genau. Zum Kopf gestiegen. Ein bisschen schon. Ja, jetzt habe ich kurz Anschlussfehler. Faden verloren. Ja, das passiert mir öfter. Also wir hatten jetzt auch viele über Kabi geredet und jetzt habe ich erst nochmal die Umfrage speziell für Tatjana, bevor wir nochmal die allerletzte Umfrage schalten, angesagt. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Eigentlich durch. Ich überlege nämlich jetzt gerade, weil die ganze Zeit kriege ich immer Ärger. Vergessen das. Boah. Ich habe auch die Fragen fleißig abgearbeitet, die reinkamen. Ich hätte hier nochmal im Nachgang zwei Fragen an David Spieß vielleicht. Da ist die Frage zum Etikett, gefällt mir auch sehr. Schreibt er, was stellt es dar? Ich weiß jetzt nicht genau, um welchen Wein es geht, ehrlich gesagt. Genau, also bei dem Wurz und Wind ist tatsächlich diese... Kannst du nochmal in die Kamera ein bisschen, also langsam machen, genau, für die Kamera? Dieser Erdenbaum, der praktisch so diese, ja, diese Verknüpfung eben hat von Pflanzen und auch Erde. Und bei dem Steinschleuder, da haben wir... bei den roten Lagenweinen oder Premiumweinen haben wir einen anderen Ausschnitt aus dem gleichen Gemälde, das eben den Kampf von David und Goliath zeigt, tatsächlich. Ach so, und das fanden wir total cool bei dem Gemälde, dass man eben aus so zwei Stimmungen da auch rausnehmen kann. Das ist so ein bisschen das leichtere, hellere und beim Rotwein eher ein bisschen dunkler. In Rheinhessen gibt es viele Weißburgunder und Chardonnay-Cuvées, schreibt hier jemand. Kann man diese als rheinhessische Spezialität bezeichnen? Immer mehr Winzer produzieren diese Cuvées. Hast du das auch so beobachtet? Ich glaube, es hat sich jetzt keiner hingestellt und gesagt, das ist jetzt mal eine rheinhessische Spezialität, aber ich glaube, es passt einfach irgendwie gut zusammen. Also sind zwei Rebsorten, die super gut zusammenpassen und ja, und einfach auch gute Speisenbegleiter sind. Ja. Ich wollte jetzt auch sagen, das ist ja eher so ein Klassiker, oder? Findest du auch in der Pfalz oder? Ja. Naja. Aber gut, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende. Also, am Ende angelangt. Das geht immer irgendwie los und alle denken sich, oh, was passiert jetzt nur? Und dann batz ist auf einmal die Zeit vorbei. Ne? Ja, ratzfatz, die Stunde rum. Dann kommen wir wieder an den Punkt Umfrage-Button, ob euch dieses Format gefallen hat, weil wenn ja, müssen wir das wissen. Dann organisieren wir das natürlich öfter und sehr, sehr gerne auch, weil ich finde es, wie gesagt, ein grandioses Format. Bin auch sehr froh über den DWI und die Generation Riesling, das ins Leben gerufen zu haben. Ich bedanke mich an euch. Ich bedanke mich an euch. Nee. Yep. Wir wissen schon, was da war. Irgendwas falsch, aber jeder versteht, sinngemäß, was gemeint ist. Es ist halt Nachmittag. Dass ihr da wart. Im Katalog sind nochmal die Kontaktdaten zu den Betrieben. Falls irgendwas schieflaufen würde, könntet ihr euch da auch nochmal direkt an bei denen melden. Genau, und dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke.
Danke euch. Ja, auch. Danke. Tschüss. Und jetzt austrinken.